Ich möchte jetzt unseren letzten Referenten vorstellen, und das ist Dr. Klaus Bock-Breder. Er ist promovierter Biochemiker, hat dann nach seiner Promotion Medizin studiert und ist jetzt praktizierender Allgemeinarzt, ist zudem auch Facharzt für Psychosomatik und ist in der Palliativmedizin auch tätig, in ambulanten Palliativmedizin. Zudem praktiziert er seit circa 25 Jahren die Zen-Meditation oder den Zen-Buddhismus und hat dazu auch ein 7-jähriges Studium im tibetischen Buddhismus absolviert in Hamburg. Also ich freue mich sehr, Sie hören es schon raus. Wir werden jetzt die buddhistische Perspektive auf dieses Themenfeld mitbekommen. Und noch einen Punkt möchte ich noch sagen, Herr Bock-Breder ist auch der Vorsitzende des Zen-Buddhistischen Vereins in Melle, Zendo war das, glaube ich, Zendo e.V. Bitte sehr, Freund. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für Ihre freundliche Begrüßung und danke auch für die Einladung und vielen Dank auch für meine Vorredner. Ich habe sehr vieles wiedergefunden, was ich auch im Buddhismus finde. Kann ich leider nicht im Einzelnen ausführen, aber ich habe sehr viele Ähnlichkeiten gefunden damit. Um es gleich zu sagen, eine spezifische buddhistische Medizinethik gibt es nicht. Aber es gibt natürlich ethische Regeln im Buddhismus, deren Herleitung ist aber spezifisch. Darüber möchte ich im Folgenden reden und auch darüber, wie die buddhistische Geistesschulung, in meinem Fall eben die Zen-Meditation, mich in meinem ärztlichen Handeln beeinflusst. Wahrscheinlich sind ja nicht alle oder wenige wahrscheinlich vertraut mit der sehr differenzierten buddhistischen Denk- und Seinsweise, weil das ist wichtiger, eigentlich die Seinsweise im Buddhismus als die Denkweise. Und deswegen muss ich versuchen, in wenigen Minuten die Grundzüge der Lehre Buddhas darzustellen, deren Studium eigentlich einige Jahrzehnte dauert. Ein Student im tibetischen Buddhismus studiert 30 Jahre bis zum Doktortitel. Also der Ausgangspunkt der Lehre Buddhas waren die sogenannten 4 Begegnungen mit einem kranken Menschen, einem alten Menschen, einem Sterbenden und einem Mönch, der scheinbar unbeirrt vom Leiden durch die Welt ging. Buddha zog sich zurück, um die Natur des Leidens zu erkennen und wie man Leiden überwindet. Er benutzte methodisch einmal die Beobachtung, dann die Analyse wie ein Wissenschaftler und letztlich die tiefe Meditation, in der er intuitiv die großen Zusammenhänge erkannte. Er erkannte, dass die 3 grundlegenden Geistesgifte zu Leiden führen. Erstens Unwissenheit, zweitens Gier, drittens Hass. Unwissenheit ist die illusionäre Ansicht, dass wir getrennte, eigenständige Wesen sind. Tatsächlich besteht alles, was existiert, in wechselseitiger Abhängigkeit, auch wir selbst. Alles ist abhängig von seinen Teilen, jedes Phänomen, auch der Mensch, ist leer davon, eine unabhängige, teilelose Entität zu sein. So heißt die wissenschaftliche Begründung, philosophische Begründung. Daher kommt der oft fälschlicherweise als nihilistisch bezeichnete Begriff der Leerheit. Die Tatsache der Leerheit von einer unabhängigen Entität ist die Voraussetzung dafür, dass Veränderungen, also evolutionäres Wachstum und geistiges Wachstum entstehen können. So gibt es eine unendliche Zahl von Möglichkeiten, wie in wechselseitiger Abhängigkeit Phänomene entstehen können, und der Begriff der Leerheit beschreibt diese unendliche Fülle der Möglichkeiten seit anfangsloser Zeit. Das ist eigentlich ein Paradox. Leerheit bezeichnet eigentlich eine Fülle, eine unendliche Fülle. Man kann diese Fülle auf einer analytischen Ebene quantenphysikalisch beschreiben, über die Informationstheorie. Man kann sie, wenn man von der Meditation kommt, von der tiefen Meditation, ist die Fülle, die man dann entdeckt, eigentlich das Göttliche jenseits eines Begriffs von Gott. So im Sinne von Meister Eckhart, der mal gesagt hat, ich bitte zu Gott, dass er mich von Gott frei sein lasse. Also wenn man über den Begriff eines Gottes hinausgeht, kann man zu einer Ebene kommen, die eigentlich die tiefste Ebene im Buddhismus ist. Aufgrund des abhängigen Entstehens ist alles miteinander verbunden. Auch wir Menschen sind letztlich alle miteinander verbunden.
und es ist eine Illusion, sich unabhängig zu sehen. Wenn wir diese Zusammenhänge nicht erkannt haben, pflegen wir diese Illusion und alles, was diese Illusion stört, wollen wir weghaben, das hassen wir, und alles, was diese Illusion nährt, also Ruhm, Ehre, Macht und so weiter, das wollen wir gerne haben. Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit ist das Mitgefühl, das nennt oder der Buddha-Geist, Budaishin im Buddhismus genannt. Das Mitgefühl ist definiert als der Wunsch, dass der andere nicht leiden möge. Und natürliches Ausdruck des Mitgefühls sind die Gebote im Buddhismus. Die Gebote lauten, also es gibt unendlich viele Gebote, also ein buddhistischer Mönch muss etwa 200 Gebote einhalten und eine Nonne 300 etwa. Die will ich nicht alle aufzählen. Die Grundgebote sind: nicht töten, nicht stehlen, keine gewaltsame oder ausnutzende Sexualität, nicht lügen, sich nicht betäuben durch Alkohol oder Drogen, nicht kritisieren, sich nicht bewundern, nicht geizig sein, nicht wütend werden. Das sind die grundlegenden Gebote. Der Zen-Meister Keisan fasste sie zusammen in den sogenannten drei reinen Gebote. Das erste: höre auf, Schlechtes zu tun, das heißt, schaffe kein Leiden. Das zweite: tue nur Gutes. Und das dritte: tue das Gute für die anderen. Die Gebote sind im Buddhismus also anders als in den theistischen Religionen keine göttlichen Gebote, sondern natürlicher Ausdruck unseres Mitgefühls und unserer tiefen Verbundenheit. Also Mitgefühl ist die eine Wurzel unseres Handelns, reicht aber letzten Endes nicht aus, um wirklich gut zu handeln. Man muss auch genau wissen, was man tut. Sie kennen vielleicht den kleinen Witz. Ein junger Mann sieht eine alte Frau am Straßenrand stehen und denkt, sie traut sich wohl nicht rüber, ich werde ihr helfen, und bringt sie gegen ihren Widerstand auf die andere Straßenseite. Dort sagt sie: ja, und wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich wartete dort auf meine Freundin. Also man muss auch wissen, was man tut. Weisheit und Mitgefühl, so wird es in der Lehre genannt, sind die beiden Säulen, auf denen unser Handeln beruht. Und dazu kann man sich auch im ärztlichen Alltag dann zwei Fragen stellen. Erstens: was ist die Motivation meines Handelns? Will ich also reich werden? Will ich berühmt werden? Will ich helfen? Das ist die zweite Frage: was tue ich wirklich und was sind die Konsequenzen meines Tuns? Und das ist in der Medizin längst nicht immer klar, was die Konsequenzen des Tuns sind. Mein Chefarzt früher in der inneren Medizin sagte schon immer bei der Visite: wenn man ein Medikament gibt, weiß man ja noch so halbwegs, was man tut. Wenn man zwei gibt, weiß man es eigentlich schon nicht mehr so richtig. Und bei mehreren ist es schon ganz schwierig. Und das trifft insbesondere natürlich für die moderneren Medikamente zu, deren Konsequenzen immer schwieriger zu übersehen sind. Und noch schwieriger wird es natürlich, wenn es um chirurgische Maßnahmen geht und therapeutisches Klonen. Das würde man aus buddhistischer Sicht auf jeden Fall ablehnen oder zumindest sehr, sehr in Frage stellen. Wenn man gut geschult ist in der medizinischen Know-how und in der Meditation, kann man natürlich auch intuitiv aus einer inneren Stille, die man in der Meditation eben lernt, rasch Situationen erfassen und handeln, ohne sich die obigen Fragen immer durchanalysieren zu müssen. Dazu muss man sehr achtsam sein, was in einer Situation als Folge der Resonanz zwischen mir und dem anderen in meinem Körpergefühl sich ändert und auch in meinem Bewusstsein. Dazu ein Beispiel aus meiner Praxis von vor einigen Jahren. Ein Mann kam wegen Ischias-Beschwerden in meine Praxis. Und schon beim Betreten meines Sprechzimmers hatte ich einen sehr plötzlichen Eindruck meines Körpergefühls und es schoss mir einfach der Gedanke durch den Kopf: der Mann hat einen Tumor. Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, Sie haben einen Tumor, sondern ich musste den Ischias behandeln und dann ihn dahin führen, dass ich mein Gefühl überprüfte. Das heißt, ich habe eine Blutentnahme veranlasst und eine Röntgenuntersuchung der Lunge, weil er war starker Raucher. Und es wurde ein Bronchialkarzinom festgestellt, von dem er geheilt werden konnte. Also diese Achtsamkeit ist für mich sehr wichtig in meinem ärztlichen Tun.
Jeder Arzt kennt natürlich dieses diagnostische Gefühl, aber als Folge der meditativen Übung wird die Intuition stärker. Im Buddhismus nennt man das Denken mit dem Körper. Das Denken mit dem Körper. Das ist die Antwort auf Herrn Kellner, der gefragt hat, was ich anders mache, seit ich Buddhist bin. Wenn ich mit Kollegen zusammen bin, dann stelle ich einfach fest, dass ich mich sehr viel mehr auf meine Intuition verlasse als meine Kollegen. Achtsamkeit ist besonders wichtig, auch im palliativmedizinischen Bereich. Wenn ich mit einem Sterbenden sprechen kann, ist es relativ einfach, über seinen Wunsch, seine Ängste, seine Schmerzen usw. zu reden. Schwieriger ist es, wenn der Mensch näher am Tod ist und nicht mehr bei Bewusstsein, dann wissen wir nicht immer, was wir wirklich tun. Dazu drei Beispiele. Das erste ist ein sehr persönliches Beispiel. Bevor mein Vater starb, lag er 2 Tage lang im Koma, reagierte nicht auf Ansprache und Berührung. In der Nacht, bevor er starb, saß ich bei ihm am Bett. Er hatte viel Schweiß auf der Stirn und ich wollte ihm mit einem feuchten Lappen den Schweiß ein bisschen abtupfen. Und er sagte 2-mal laut und deutlich Nein. Ich kriegte einen Schreck und dachte, oh, vielleicht war das Wasser ein bisschen zu kühl. Ich habe ein warmes Wasser genommen, nochmal versucht, es kam dieselbe Reaktion. Er sagte wieder Nein. Ein zweites Beispiel. Eine alte Bäuerin, eine sehr fromme Frau, über 90, die stand eines Morgens nicht auf, was in dem Alter bei vielen Leuten nicht so unüblich ist, wollte da auch nicht richtig essen und trinken, so wie Sterbefasten, was sie gestern schon sagten. Und ich habe sie gefragt, ob sie ins Krankenhaus wollte. Sie war nicht im eigentlichen Sinne krank, sie war zunehmend kachektisch, also ausgezehrt vom Alter, hatte ein bisschen Herzschwäche, aber sie hatte das Gefühl, so, ich bin einfach alt und irgendwie, warum soll ich noch weiterleben? Sagte sie nicht so direkt, aber gut, ich hätte mich auf den Standpunkt stellen können, das ist so ein Selbstmordversuch und ich hätte sie in die Klinik einweisen können. Dann wäre sie in der Psychiatrie gelandet, gegen ihren Willen, fand ich eine grauenhafte Vorstellung und habe dann einfach mit den Angehörigen entschieden, dass wir sie zu Hause betreuen. Sie hat ein bisschen gegessen und getrunken. Und in den folgenden Tagen wurde sie verwirrt, erkannte niemanden mehr. Und dann fing sie an zu halluzinieren. Halluzinierte Teufel, halluzinierte Höllenfeuer, halluzinierte glühende Eisen, alles diese Geschichten, die man aus den Bildern kennt. War medikamentös überhaupt nicht zu beeinflussen oder fast nicht zu beeinflussen durch alle möglichen Medikamente, die auch in Höchstdosen versucht haben. Und irgendwann war der Spuk vorbei. Sie erkannte ihre Angehörigen wieder, bedankte sich bei ihnen, sank Choräle und starb. Also ich war sehr froh, dass ich sie nicht in die Psychiatrie geschickt habe. Ein drittes Beispiel, das ich vor kurzem in der New York Times las. Und da berichteten Schwestern und Angehörige von Sterbenden, aber auch Sterbende wurden zitiert, dass sie einige Zeit vor ihrem Tod sehr intensive Träume hatten, auch wenn sie das sonst nie hatten, Träume, in denen sie sich mit Dingen aus ihrem Leben auseinandersetzten, aber auch Träume, wie man das auch berichtet bekommen hatte, ja von Nahtoderlebnissen, Träume von Begegnungen mit bereits verstorbenen Freunden und Angehörigen. Und sie waren sehr ängstlich, dass man ihnen diese Träume nehmen könnte durch Medikamente. Also man hat dann überhaupt erstmal angefangen, sich damit zu beschäftigen und auch die Medikation entsprechend zu ändern, also die Dosis zu ändern, auch vielleicht statt einem Neuroleptikum, was diese Träume sehr stark unterdrückt, ein Anxiolytikum zu geben, was einfach nur ein bisschen entspannender wirkt. Und man muss wahrscheinlich denken, dass diese Träume einfach wichtig sind, um einen versöhnlichen Abschluss mit seinem Leben zu finden und auch einen guten Übergang eben zu dem, was nach dem Leben kommt. Also letzten Endes haben mich diese 3 Dinge eigentlich gelehrt, dass wir nicht sehr viel wissen, was im Übergang im Sterben passiert und sehr vorsichtig sein müssen mit dem, was wir tun, auch in der Pflege eben. Es ist ja manchmal, das habe ich zumindest mal so erlebt, doch auch eine ganze Menge aus guter Motivation heraus, eine ganze Menge Aktionismus, man will vieles tun, aber ein Sterbender kann sich nicht wehren und man muss eben da sehr vorsichtig sein, was man da wirklich tut.
Aus buddhistischer Sicht ist es wichtig, dass der Geist ruhig ist und möglichst wach im Sterbeprozess als Übergang in ein neues Leben gehen kann. Man soll ihm auch zum Beispiel nicht von Feuer und Höllen und sowas darüber reden, das wäre auch falsch. Also das Leben wird ja aus buddhistischer Sicht, auch das Sterben, einfach als eine Episode in einer unendlich langen Phase von vielen Leben angesehen, wobei jedes Leben eine evolutionäre Bedeutung hat für den Geist. Und das soll man eben auch möglichst bis zum Ende wach erleben, wenn es aushaltbar ist. Und um dann eben auch im Sterben letzten Endes auch noch eine Vollkommenheit seines Bewusstseins zu erreichen, das, was man Buddhaschaft nennt. Das ist also dann möglich. Deswegen ist also eine Sterbehilfe aus buddhistischer Sicht nicht abzulehnen. Es gibt eine Reihe von buddhistischen Zeremonien oder Meditationen, insbesondere aus dem tibetischen Buddhismus, die in solchen Situationen angewandt werden können. Ich arbeite aber mit Menschen eben aus überwiegend christlichem, mehr oder weniger christlichem Umfeld, die wissen, dass ich Zen-Buddhist bin, auch dass ich buddhistischer Geistlicher bin, aber werde selten danach gefragt, irgendwas zu tun. So habe ich mir es aber in der Situation angewöhnt, wenn die medizinischen Dinge getan sind, also die Symptome gelindert sind und auch mit dem Patienten gesprochen ist, dass er einen guten Abschluss seines Lebens hat, eine gute Haltung zum Sterben, in eine innere meditative Stille zu gehen. Und diese Stille überträgt sich auf den Sterbenden und seine Angehörigen und erfüllt sogar den Raum. Und dann entsteht manchmal eine heiter gelassene Atmosphäre, in der eine tiefe Begegnung mit dem Sterbenden und den Angehörigen möglich ist. Nach buddhistischer Lehre, insbesondere des tibetischen Buddhismus, nach dem Tod das Bewusstsein des Verstorbenen noch im Raum ist und er noch ein Gefühl für seinen Körper hat, sollte man den Verstorbenen nicht zu viel berühren, sondern erstmal ein bisschen ihn ruhen lassen. Auch für die Angehörigen ist eigentlich wichtig, zur Ruhe zu kommen. Buddhisten begleiten danach das Bewusstsein des Angehörigen 49 Tage lang durch Meditation und dann hat er spätestens nach 49 Tagen eine neue Wiedergeburt eingenommen. Und dazu verschmelzen die karmischen Bewusstseinsanlagen. Karma ist die beabsichtigte Tat und die Spuren im Geist hinterlässt. Also die karmischen Bewusstseinsfaktoren, die geblieben sind von dem vorhergehenden Leben, vereinigen sich bei der Empfängnis mit Ei- und Samenzelle zu einem neuen Wesen. Deswegen ist schon die befruchtete Eizelle mit Bewusstsein begabt, nach buddhistischer Lehre, und Abtreibung deswegen als Tötung anzusehen. Insbesondere natürlich dann auch die pränatale Diagnostik mit dem Ziel, potenziell nicht lebenswert angesehenes Leben abzutreiben, zu vernichten. Und auch die Verbrauch und der Embryonenforschung ist aus buddhistischer Sicht abzulehnen. Natürlich muss man letzten Endes gerade im Bereich der Abtreibung das schon mit sehr viel Mitgefühl auch sehen. Man kann sich zum Beispiel eine junge Frau vorstellen, die ein Kind nach einer Vergewaltigung erwartet. Da kann das Leid für die Frau und das dann geborene Kind vielleicht viel größer sein als das Leid durch eine Abtreibung. Also es geht im Buddhismus nicht darum, starre Regeln aufzusetzen, sondern sie mit sehr viel Weisheit von Fall zu Fall anzuwenden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.